Hallo Leute, herzlich willkommen zu der Filmbewertung von dem Film The Northman. In The Northman spielen mit Alexander Skarsgård, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, als Amlet, Anya Taylor-Joy als Olga, Ethan Hawke als Auvanil und Nicole Kidman als Königin Gyldyn. Die Story ist ganz einfach. Amlets Vater kommt von einer Schlacht zurück und wird gefeiert und es wird auch gefeiert und alle freuen sich, dass alle wieder da sind und sein Vater nimmt den jungen Amlet mit zu einem Ritual. In diesem Ritual geht es halt darum, dass wenn der Vater getötet wird, der Sohnemann den Mörder sucht und erst Ruhe gibt, bis er ihn selber getötet hat. Das Ganze passiert aber schneller als gedacht, denn kurz nach diesem Ritual wird der Vater getötet, und zwar von seinem eigenen Bruder, den Auvanil. Und der Sohn flüchtet, weil der auch in dem Dorf, wo sie gewohnt haben, auch Chaos anrichtet und alles. Und er flüchtet und es geht dann viele Jahre später dann erst weiter, weil der Sohn hat sich komplett aus dieser ganzen Sache zurückgezogen und ist in Anführungsstrichen seiner Verantwortung weggelaufen und hat sich über viele Jahre versteckt und ja, durch ein bestimmtes Ereignis kommt das Ganze wieder zurück in sein Gedächtnis und er macht sich auf den Weg als Sklave zu diesem Auvanil in sein Heimatdorf zu gehen und ihn dann zur Strecke zu bringen. Auf diesem Weg trifft er auch eine Frau namens Olga, mit der er sich sehr gut versteht und die beiden sich auch dann immer wieder näher kommen. Ja, das ist so ungefähr auch die Story. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne zu spoilern. Positiv ist auf jeden Fall anzumerken, dass die Kostüme richtig gut gemacht sind. Also für mich jetzt als Laie. Also ich fand die richtig gut. Ob die jetzt historisch akkurat sind, kann ich nicht bewerten, kann ich nichts zu sagen. Für mich als Laie sahen die Kostüme passend und mit Liebe gemacht aus. Genauso geht es auch mit den Kulissen. Das waren keine Greenscreen, CGI-Sachen oder so, sondern es waren richtige Kulissen, sehr toll gemacht. Sie sahen sehr toll, sehr wertig aus. Vielleicht waren es auch irgendwelche originalen Orte, wo die da irgendwie was gedreht haben. War richtig gut gemacht. Genauso fand ich auch den Cast sehr gut. Also ich fand die Schauspieler richtig gut, richtig stark. Man hat den ihre Rolle hundertprozentig abgenommen und es passte alles super zusammen, genauso wie die Atmosphäre. Die Atmosphäre war richtig, richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht, dieser Film. Negativ gibt es eigentlich nur so einen Punkt, und zwar das Erzähltempo, wo man sich am Anfang nicht so viel Zeit gelassen hat, wurde es dann zur Mitte und zum letzten Drittel des Films dann teilweise ein bisschen länger und langatmig, was halt dafür benötigt wurde, um die Charaktere aufzubauen. Aber das ist auch was, was vielen zum Beispiel nicht gefällt, wo viele auch zum Beispiel auch Kritik an Serien wie The Walking Dead zum Beispiel geäußert haben, wo denen das Erzähltempo dann doch ein bisschen zu langsam war, obwohl es eigentlich dafür gedacht ist, um die Charaktere aufzubauen. Kann man sagen, ja, vielleicht hätten den Film 10 Minuten weniger vielleicht gut getan. Weil manchmal war es halt ein bisschen langatmig, nicht langweilig, aber ein bisschen langatmig. Da hätte man ein bisschen knackiger die Geschichte erzählen können. Ja, also ich muss sagen, diesem Film gebe ich eine klare Anguckempfehlung, weil der Film super Musik hat auch, super Sound. Der Film hat tolle Kostüme, tolle Kulissen, eine interessante Story, gute Schauspieler. Nur das Erzähltempo ist vielleicht ein bisschen teilweise gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise nicht jedermanns Sache. Genauso wie der ganze Film nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Keiner mag so nicht, oder beziehungsweise keiner mag so, kann man nicht sagen. Nicht jeder mag solche historischen Filme, die in so einem historischen Setting spielen. Aber wenn man es mag, ist der Film sehr, sehr unterhaltsam. Und somit gebe ich dem Film gute 4 Totenköpfe, weil der Film einfach unterhaltsam war. Er war super, er hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich bisschen gelacht, war teilweise auch angespannt, weil der Film wirklich spannend auch war. Von daher, 4 Totenköpfe ist ein sehr gute Bewertung dafür. Ja, 4 Totenköpfe, dabei bleibe ich. Ja, nächste Woche geht es richtig ab.
Nächste Woche geht es in Doctor Strange und The Multiverse of Madness. Gucken wir jetzt gleich auch nochmal den ersten Doctor Strange-Film an, um das nochmal mehr so ein bisschen ins Gedächtnis zu holen. Aber mega! Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe vor 3 Wochen oder so schon die Karten geholt, weil der Film wird mit Sicherheit überlaufen sein. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann.